Ein neuer Tag und somit auch ein neuer Shop. Und sogar heute gibt es wieder ein bisschen was Selteneres. Ich würde sagen, wir gehen direkt auf den Shop drauf und schauen dann mal, was wir am Start haben. Ganz oben sehen wir schon die ganzen Fußballskins zurück. Auch hier unten noch die weiteren Fußballsachen am Start. Und die Panda-Beauftragte ist zurück mit einem neuen Stil. Interessant, da fangen wir mal ganz schnell mit an. Hier die Panda-Beauftragte. Hier gibt es jetzt einen neuen Stil ohne diesen Hut. Also so sieht sie hier darunter aus. Okay, das ist interessant. Also hier so mit diesem Panda-Kopf und hier ohne Panda-Kopf. Sieht auf jeden Fall gut aus. Also hier ein neuer Stil für den Skin. Mit Rückenaccessoire natürlich heute nochmal zurück nach knapp einem Monat. Darüber haben wir ja gesehen, sind die Fußballsachen am Start, die ich jetzt auch nochmal ganz schnell zeigen wollte. Hier auf jeden Fall die vier weiblichen Skins und die vier männlichen Skins. Die sind hier hinten. Die sind auch nochmal zurück, die man halt alle anpassen kann. Das heißt, man kann hier eine Trikotnummer auswählen und halt hier irgendwo ein Land, was man halt haben will. Ist eigentlich nice gewesen, die Sachen sind auch nur einen Monat her. Ich glaube, das kennt sowieso schon jeder. Hier noch die beiden Hacken zurück. Und dann gibt es noch Gleiter sowie Balltricks-Emote. Und dann gibt es noch das Edeltechnik-Emote. Und die rote Karte. Ja, die Sachen, wie gesagt, sind nur einen Monat her und ich glaube, das kennt wirklich jeder. Und dann gibt es hier noch das Oberkuschelig-Paket. Das ist ja auch nochmal zurück nach 114 Tagen, also schon gut selten. Hier auf jeden Fall die Hacke mit dem Ton. Und dann gibt es da drunter die Sorina zurück. Die ist nach 40 Tagen zurück mit dem Rückenaccessoire, was auch eine Hacke ist, die man halt rausziehen kann. Auch eine nice Hacke eigentlich. Und dann gibt es hier noch Fluchtpunktpaket. Ja, die Sachen hier sind auch alle nur einen Monat her. Schliffentine ist 39 Tage her. Daneben gibt es den Dr. Schliffenstein nach 73 Tagen zurück. Tropfende Axt ebenfalls 73 Tage her. Und der Schluckus ist wieder nur einen Monat her. Doppelzapfer ebenfalls einen Monat. Und auch die Lackierung ist nur einen Monat her. Also hier auch wieder nichts Besonderes. Die täglichen Sachen sind dann aber ein bisschen interessanter, denn vorne der Synthor-Skin ist 328 Tage her. Also schon gut selten. Ja, heute nochmal zurück. Dann Sturmtrooper daneben nach 43 Tagen. Die Forkneifhacke ist zurück nach 52 Tagen. Und dann gibt es noch Heimatbots. Ist 62 Tage her. Ist jetzt, glaube ich, gar nicht animiert oder so. Also einfach so eine Lackierung mit so ein paar weißen Schriften drauf. Und dann gibt es Zuckerrausch, 90 Tage her, und Punktetafel, 71 Tage her, zeigt hier immer eine andere Zahl hoch. Ich glaube, das kennen die meisten auch schon. Ja, und das war es eigentlich auch schon, denn darunter ist immer noch alles gleich geblieben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Shop.